Guten Tag. Guten Tag. Ist der Vater immer noch böse? Ich darf nicht mehr alleine ausgehen. Ich habe einen Gorilla zur Bewachung. Sehr klug von ihm. Bitte sehr. Wie viel? 10 Francs, Monsieur. Danke sehr. Für Sie, hoffentlich gefällt es Ihnen. Danke. Ich bin überzeugt, dass es Belle Figur war, der Sie entführen wollte. Sie sind in größerer Gefahr als ich. Wieso? Diese Frau ist gefährlich. Wer? Laurence. Oh. Diese Frau ist gefährlich, André, bestimmt. Lass sie nicht sagen. Sie wird sie unglücklich machen. Woher wollen Sie das wissen? Das habe ich im Gefühl. Wer weiß, schon möglich. Aber wenn auch, was macht das schon? Sehr viel. Würde Sie ein Risiko abschrecken? Sie sprechen wie ein Kind, ohne nachzudenken. Passen Sie auf, ich muss Ihnen was sagen. Oh nein, bitte nicht heute. Doch, sonst werden Sie mich niemals verstehen können. Als ich ein Dreikäsehof war, wissen Sie, hören Sie mir überhaupt zu? Natürlich. Da beneidete ich die Erwachsenen. Sie spielten mit Gegenständen und Menschen. Und nicht wie ich, mit Bauklötzen und Träumen. Ich weiß noch, dass ich immer sehr verblüfft war, als man mir sagte, ich lebe im Paradies. So geht es, glaube ich, allen Kindern. Und das mit Recht, Colette. Ich spiele viel lieber mit so gefährlichen, aber dafür echten Figuren, wie Laurence. Aber nicht mit Schaukelpferdchen oder mit der Eisenbahn. Das kann man gar nicht vergleichen. Sie lieben sie. Das steht noch nicht fest. Ich bin fasziniert. Und da wir gerade beim Beichten sind, möchte ich Ihnen gerne etwas gestehen. Diese Faszination wird eines Tages vergehen. Kann man das nicht abwarten? Vielleicht. Ich habe Angst vor diesem Tag. Schwören Sie mich nicht auszulachen. Ja. Wenn ich feststelle, dass ich Sie überhaupt nicht liebe, sondern ein Mädchen, das ganz anders ist als Sie. Haben Sie ihr von dieser anderen erzählt? Ich werde mich hüten. Ich kann ihr doch nicht sagen, ich liebe eine Frau, ich bin mir nur noch nicht klar, welche. Vielleicht sind es auch Sie. Warten Sie, bis ich mich entscheide. Das wäre eine komische Szene. Und doch wäre ich froh, wenn sie es wüsste. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Ah, du. Deine Dame ist eine tolle Blüte. Und ich bin erst am Anfang. Hat sie Kinder? Nein. Ach, das habe ich nicht erwartet, sehr dumm. Also niemand, der ihr nahesteht und den sie schützen will? Offenbar nein. Und wie sieht ihre finanzielle Lage aus? Erstklassig. Eines der größten Vermögen Englands. Alles von ihrem Mann geerbt. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass sie die Verbindung, die sie mit Belle Figur hatte, mit der Vernichtung der Briefe beendet hat. Jetzt heißt es, die Spur wiederfinden. Wie steht es mit der Liste der Leute, die sie in letzter Zeit besucht haben? Ja, die habe ich zusammengestellt. Hier. Ah, sieh mal an. Niemand, der bisher in der Affäre aufgetaucht ist. Hattest du erwartet, einen Bekannten zu entdecken? Wen denn? Tja, da bin ich überfragt. Irgendjemanden, was weiß ich. Hier bitte ist der Aussuchungsbefehl. Danke. Die haben Sie aber viel Zeit gelassen. Wir treffen uns unten am Wagen. Lady Otwin. Guten Tag, Kommissar. Ihren Besuch habe ich wirklich nicht erwartet. Haben Sie nachgedacht? Worüber? Worüber Sie wollen? Über das, was im Kino passiert ist, zum Beispiel. Sind Sie gekommen, um darüber mit mir zu sprechen? Und um mich zu entschuldigen. Offen gestanden, ich hasse solche Farsen, aber geben Sie zu,
Es war auch ein wenig Ihre Schuld. Aber ich habe dafür gesorgt, dass es glimpflich ablief. Wollen Sie, dass ich Ihnen dafür danke? Aber ich bitte Sie, war doch selbstverständlich. Ich lebe seit Jahrzehnten völlig zurückgezogen. Und bei meinem ersten Ausflug lande ich plötzlich in einem Polizeibüro. Haben Sie damit noch nie Bekanntschaft gemacht? Niemals. Nicht möglich. In diesen vier Wänden arbeiten Sie also? Ja. Und hier verhören Sie auch die Verdächtigen? Hier. Und in diesem Zimmer ist es auch, wo Sie die Zeugen miteinander konfrontieren, wo Sie sie auspressen. So nennt man das doch, soviel ich weiß. Ja, hier, in diesem Raum. Ein seltsames Gefühl. Man braucht vermutlich sehr viel Seelenkraft, um einem solchen Verhör zu widerstehen. Sagen Sie, Madame, kennen Sie diese Leute? Nie gesehen. Mir fällt gerade ein, vielleicht hat auf diesem Stuhl schon mal ein ganz großer Verbrecher gesessen. Oh ja, dafür kann ich Ihnen garantieren. Interessant. Noch eine letzte Frage, lieber Kommissar. Aber vielleicht haben Sie es eilig. Aber nein, für Sie habe ich immer Zeit. Wenn Sie beschlossen haben, jemanden einzusperren, auf welchem Weg verlässt er diesen Raum? Das würde ich Ihnen gerne zeigen. Verzeihung. Immer durch diese Tür. Ach, der Rachen des Wolfes also. Ja. Faszinierend. Der Besuch bei Ihnen hat mich begeistert. Aber ich werde Ihnen die Maler schicken. Oh. Nein, nein, Sie brauchen sich nicht zu bedanken. Ein kleines Geschenk für die Aufregung von gestern ist das Mindeste. Aber vielleicht verstößt das gegen die Vorschriften. Nein, nein, Madame. Keineswegs. Bitte hier entlang. Im Ernst? Allerdings. Überlegen Sie sich's. Wer würde glauben, dass die alte Lady Odwin in eine Mordaffäre verwickelt ist? Aber Sie werden noch nicht erwarten, dass ich das vor Zeugen wiederhole, was ich gestern gesagt habe. Also, noch immer da entlang? Bitte sehr. Na schön. Aber bedenken Sie, Sie werden das letzte Wand, das Sie mit Belfigur verbindet, zerschneiden. Soll ich immer noch durch diese Tür gehen? Immer noch da entlang? Ich bitte darum. Gut, wie Sie meinen. Ich leiste keinen Widerstand. Aber seien Sie so gut, Kommissar, und rufen Sie die Botschaft von Großbritannien an. Mit dem größten Vergnügen. Nur die Botschaft von Großbritannien hat mit dieser Affäre nichts zu tun. Lord Stanley ist ein reizender Mann. Ja, charmant. Leider besteht er darauf, mich für verrückt zu halten. Ich will ihm die Augen öffnen. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Hoffentlich bringt sie die kleine Lektion zur Vernunft. Wir sind unverwundbar. Geben Sie den Fall auf. Oh nein, niemals. Es wird schlimm enden, glauben Sie mir. Für wen? Für mich auf keinen Fall. Dank meiner Vorsichtsmaßnahmen. Begraben Sie die Affäre. Haben Sie Ihren Wagen dabei? Warum sollte ich? Nein, ich bin ohne Wagen hier. Seien Sie so nett und rufen Sie mir ein Taxi. Womöglich ein ganz großes. Taxi? Ja, ein Bentley oder Rolls-Royce. Das ist ziemlich gleich. Da kommt er schon. Unsere Beziehung ist äußerst reizvoll, nicht wahr? Reizvoll, aber gefährlich. Wissen Sie, dass ich Sie sehr sympathisch finde? Aber wir sind Feinde. Ach, Feinde, lassen wir das doch einen Augenblick beiseite. Setzen Sie in Ihrem Leben nie etwas in Klammern, Kommissar. Manchmal schon. Ganz im Ernst, ich mag Sie gern. Warum? Weil Sie klein von Statur sind. Ich liebe kleine Männer. Sie haben es schwer, sich durchzusetzen, zu gefallen. Ihr Leben ist eine ständige Anstrengung. Vielleicht. Und Sie, Menadier, haben Sie auch etwas Sympathie für mich? Reden wir jetzt immer noch in Klammern? Immer noch, keine Sorge. Sogar viel. Warum? Weil Sie groß sind. Oh. Verzeihung, ich meine eine große Dame, die sentimental und unvorsichtig ist. Erlauben Sie mir eine kleine Gunst. Kommt drauf an. Würden Sie es für sehr ungehörig halten, wenn ich Sie um die Erlaubnis bitte, mit meiner Hand durch Ihre Haare zu fahren? Durch meine Haare? Es ist die Laune einer alten Dame. Einer sehr alten Dame, die von ihren Erinnerungen verfolgt wird. Verstehen Sie das? Wenn es sein muss, dann aber schnell. Danke. Wenn das mein Chef sehen würde. Das war sehr lieb von Ihnen. Es war mir ein Vergnügen. Wo fahren Sie hin? Rue du General Lombert, 623. Rue du General Lombert. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
Du flirtest mit den Verdächtigen? Ich habe einen derartigen Rüffel gekriegt. Von wem denn? Von der englischen Botschaft. Vom Botschafter selber? Höchstpersönlich. Hast du es ihm nicht erklärt? Erklärung, wenn man keine Beweise hat. Aber beruhige dich, ich habe meine Zeit nicht vergeudet. Das lag auf einem der Pakete von Lady Godwin. Aber die Schrift sagt nicht sehr viel. Die Schrift nicht, aber das Parfum. Das Parfum. Kommissar Menardier. Ach nein. Wohin? Oh, wohin Sie wollen. Wie ich sehe, ist es Mitternacht. Fahren Sie nach Hause? Ja. Also, fahren wir zusammen. Was wollen Sie? Oh, Ihnen ein paar kleine Fragen stellen. Nervös? Nein. Ärgerlich. Von wo kommen Sie? Sie meinen jetzt? Ja? Von Bekannten. Aha. Sagt Ihnen dieser Name etwas? Welcher? Ach ja, stimmt. Verzeihen Sie. Lady Godwin. Natürlich haben Sie doch nie etwas von ihr gehört. Natürlich nicht. Darf ich Ihnen jetzt auch eine Frage stellen? Ja. Wie komme ich zu der Ehre, mitten in der Nacht von Ihnen verhört zu werden? Wegen Ihres Parfums. Wegen meines Parfums? Was haben Sie für ein Parfum, Mademoiselle Borel? Tuberose, wieso? Würden Sie mal an dieser Karte riechen? Das ist es. Wissen Sie, wo ich die Karte soeben gefunden habe? Bei Lady Godwin. Deshalb dachte ich, sie stammt von Ihnen. Wäre doch möglich. Kommissar, das ist wohl ein Scherz. Wissen Sie, zu Beginn einer Untersuchung darf man nicht zu anspruchsvoll sein. Ich weiß, warum Sie mich in meinem Wagen verhören. Sie glauben, hier sei ich mitteilsamer. Tut mir leid, wenn ich Sie enttäuschen muss, aber ich habe Ihnen nichts mitzuteilen. Ich baue auf Ihre Parfums. Ich habe nur eins. Nein, nein, ich möchte von dem sprechen, das Ihre Persönlichkeit ausstrahlt. Und das ist auch ein Parfum. Freut mich, aber was ist mit diesem Parfum? Ich finde es eigenartig. Vor allem Ihr Verhalten dem jungen Bellegarde gegenüber beunruhigt mich. Sie suchen ihn sich aus der Menge heraus. Das war eine Laune. Eine Laune, warum nicht? Aber etwas ist trotzdem merkwürdig. Warum haben Sie ihm erzählt, dass Sie eigentlich nur aus Widersprüchen zusammengesetzt sind? Ist das verboten? Oh, nein, das nicht. Aber es ist bequem. Wieso? Weil ich finde, dass es eine gute Tarnung für Ihr seltsames Verhalten ist. Er ist folgsam wie ein Hündchen. Und Sie locken ihn zu sich oder weisen ihn zurück, wie es Ihnen passt. Nein, nein, lassen Sie mich ausreden. Also, nehmen wir an, die Unternehmungen von Bellegarde und Belfigur stören. Wäre das nicht die Masche? Vorausgesetzt natürlich, dass Sie die Komplizin dieses Banditen sind. Es ist zwar Nacht, die Zeit der Träume und Spekulationen, aber trotzdem. Doch, doch. Da stimmt was nicht. Alles nur Vermutungen. Oh, was für ein enttäuschtes Gesicht. Wie ein Kind, dem der Luftballon weggeflogen ist. Ja, sowas ist Pech. So. Danke Ihnen vielmals. Guten Abend. Guten Abend. Einen guten Rat, Herr Kommissar. Legen Sie Belfegor zu den abgeschlossenen Fällen. Das ist das Beste. Großartig, du machst Fortschritte. So, findest du. Und wie? Ja, ich bin nämlich hinter einen Trick gekommen.
Willst du wissen, wo dein Gegner schwach ist? Ja, sag's. Dann musst du nur beobachten, wie er dir zuspielt. Unbewusst wird er dich da angreifen, wo er selber schwach ist. Ja, und das ist schon möglich. Ja, ja, du bist ein gutes Mädchen. Ach, dass ich nicht kichere. Da war gestern einer. Ich kann euch flüstern. Der wird mich so bald nicht vergessen. Wer? Oh, so ein blöder Kerl im Autobus. Er sitzt mir gegenüber und plötzlich sagt er, er müsse mir eine Ohrfeige geben. Sowas sei ihm noch nie vorgekommen. Dass ihm um 6 Uhr abends eine so charmante Person gegenüber sitzen würde. Ein frecher Kerl. Das würde ihm den ganzen Abend verderben. Und solche Abende wären selten und so weiter. Was sagt ihr dazu? Das war aber lustig. Das hat er nämlich aus einem Roman. So. Wem hätte ich es aber gezeigt? Glaubst du, ich habe mich geniert? Ich habe ihm sein Buch um die Ohren geschlagen und bin wie eine Königin abgerauscht. Inzwischen waren wir nämlich aus dem Autobus ausgestiegen. Ah, Sie meinen. Da glaubt ihr, das hätte ihn erschüttert? Du hättest ihn keines Blickes würdigen sollen. Du sagst es, genau das habe ich getan. Ihr hättet mal sehen sollen, wie mein Kavalier da verzweifelt war. Wie ein Häufchen Elend lag er dann auf meiner Couch. Es war zum Totlachen. Ach, inzwischen wart ihr bei dir zu Hause. Na, habt ihr für sowas Töne? Ach, und dann ist er der Typ, der sich sofort Rechte anmaßt. Im Laufe der Unterhaltung haben wir uns natürlich ein bisschen geküsst, wisst ihr. Ach, dieser Flegel, ich hab ihn rausgeschmissen im hohen Bogen. Wurde auch Zeit. Hm? Und um mich von all den Aufregungen zu erholen, habe ich mir ein ordentliches Frühstück gemacht. Was denn, um 6 Uhr abends? Wieso um 6 Uhr abends? Um 7 Uhr morgens. Ach so, es war inzwischen Tag geworden. Ja, ihr habt hoffentlich nichts dagegen. Wenn ihr wüsstet, war das eine Nacht. Ich geh mich duschen. Du sag mal, ist das dein kleiner Freund da drüben? Nein. André Bergard? Ja? Sind Sie es wirklich oder wollen Sie mir nur eine Freude machen? Nein, wieso? Bernard Charel. Sagen Sie mal, lass mich. Haben Sie das öfter? Entschuldigen Sie bitte, aber es musste sein. Das habe ich aber gar nicht gern. Was ist denn so ein Kinnhaken? Geben Sie mir zurück, wenn Sie wollen. Einverstanden. Warum haben Sie mir das verpasst? Weil ich blöd bin. Ich bin ein Freund von Laurence. Das heißt, ich war's. Sie haben meinen Platz eingenommen. Was bin ich dafür? Gar nichts. Ich bin eigentlich nur hergekommen, um mit Ihnen zu reden. Aber als Sie dann vor mir standen, da habe ich rot gesehen. Und da ist mir die Hand ausgerutscht. Was haben Sie mir zu sagen? Sie werden noch die Nase voll kriegen. Wegen Laurence? Sie hat mein Leben ruiniert. Ich bin für 8 Tage aus London hergekommen und nie mehr zurückgekehrt. Und weiter? Verlassen Sie sie. Nein. Was glauben Sie, bedeuten Sie hier? Selbst noch in Ihren Armen wird sie Ihrem Freund Williams zuzwinkern. Wer ist dieser Williams? Der große Kumpan. Ihr Liebhaber? Nicht mal. Im Grunde viel mehr. Man muss sie zusammen sehen, um es zu begreifen. Man hat den Eindruck, dass die ganze Menschheit nur zur Belustigung für die beiden da ist. Ich habe meine Koffer schnell gepackt, wenn es mir zu heiß wird. Da irren Sie sich. Das werden Sie gar nicht merken. Daran besteht die Gefahr. Wieso? Was sehen Sie hier drin? Nichts. Genauso ist es mit Laurence. Das verborgene Gift der Borgia. Sieh da, der Kommissar. Guten Abend. Guten Abend. Wollen Sie einen Rundgang durchs Museum machen? Gern, wenn Sie nichts dagegen einzuwenden haben. Oh, nein, ich bitte Sie nicht im geringsten. Soll ich unsere Leute benachrichtigen? Nein, auf keinen Fall. Ich würde Sie gerne bei Ihrem Dienst ein wenig kontrollieren. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Kommissar. Es könnte gefährlich sein, wenn man niemanden informiert. Inwiefern? Immerhin habe ich Befehl gegeben, ohne Anruf zu schießen. Keine Sorge, das bin ich gewöhnt.
dich endlich erwischt, Belfigur. Los, Hände hoch. Ich schwöre dir, dass ich schieße. Du willst nicht. Wie du meinst. Ich zähle bis drei. Eins. Zwei. Hast du es dir gut überlegt? Und drei.